Hey, was geht? Hier ist Crunch und willkommen zu einer neuen Folge von A Plague Tale Innocence. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen irgendwas, um die abzulenken. Wenn wir irgendwas mit einem Stein machen. Wir haben keine Steine. Doch, Stein haben wir sogar. Salpeter haben wir voll. Okay. Und vielleicht zurückgehen. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Ja, wir füttern zuerst das Schweinchen und dann füttern wir... Abessen, Schweinchen, lecker Futter. Wie es auch in so kleinen Häufchen dargestellt ist. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, die Ratten sind nicht wählerisch. So ist es gut. Und du, Traum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Okay, nice. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Hugo, und es gibt danach Hausarrest. Hallo? E? Kletter hoch. Für Gryffindor. So, dann schauen wir mal. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Okay, wir haben noch einen Stein. Amicia, was machst du da? Das ist für unsere Sicherheit. Tut mir leid, Hugo. Lebt doch noch! Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Ja, da hat sie recht. Hat sie leider recht. Ich gehe zuerst. Ja, gewiss. Ah, hier ist eine Falltür also. Hallo? Kommt, hier rüber. Armes Schweinchen. So, dann gehen wir mal. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Ja, Alkohol haben wir schon mal. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Hier haben wir Steine. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Was haben wir hier? Das ist, einfach Alchemie. Lukas, Schwefel. Warum bin ich nicht Dämon. So krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen, du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in Sieht meiner aus, Macht steht, als hätten sie um eine ganze Weile hier verbracht. Okay. Ja, was haben wir hier? Dieser Ofen. So einen nennt man Atanor, glaube ich. Okay, die sehen sehr wild aus, die Ofen. Was habe ich hier? Levita extractam sic. Das ist Latein. Ja, mit Latein kennen wir uns auch sehr gut aus. So, was haben wir hier eigentlich noch? Haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen oder so? Die züchten quasi die Ratten oder machen bestimmt so Testobjekte. Um irgendwie bestimmt so ein Gegengift zu finden. Nee, sonst haben wir hier gar nichts. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut.
Ignifer, du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte Tabular gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Okay, Ignifer, entzündet Glut. Zum Herstellen linke Maustaste gedrückt halten. Okay. So, es ist... Nein, wir sitzen fest. Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Okay, machen wir. Jo, wir haben verkackt. Wow. Oh, es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ja, natürlich. Aber wohin geht's raus? Ah, hier, okay. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Boah, wir müssen aber erst herstellen, weil wir einmal verkackt haben. Sehr wichtig. Komm, hoch mit dir. So, sehr schön. Lukas kommt auch mit. Ja, oh, der kommt auch mit. Go rennt einfach da vorne, ey. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahn uns einen Weg. Okay, nice. Nein, ich habe die Leiche getroffen. Ja, moin. Okay, wir können uns eins herstellen. Perfekt. Okay, sehr Kommt gut. Hier entlang. In Ordnung. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass... Es mir... Nein! Amicia! Die Waffen! Die Lichter sind aus! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Oh no! Vorsicht! Tu doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Was sollen wir machen? Feuer löschen Meister. Oder wie? Okay, wir müssen Lukas, laufen. Ich bin hier. Wo ist er? Wo okay, ist gut. Dieser Weg? Oh no. Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss. Okay, weiter. Oh, zum Glück haben wir noch 4 Munition. Mit der Schleuder kannst du verschiedene Munitionsarten über weite Entfernungen schießen. Halte rechte Maustaste gedrückt. So sollte es gehen. Lukas, hier entlang. Ne, wir müssen uns wieder herstellen. 3 Stück können wir wieder machen. Und noch einmal. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir quasi, glaube ich, mit dem Windrad mitlaufen. Und seit es ein bisschen laut ist, wir müssen kurz warten. Okay, sehr gut. Die armen Tiere, die wieder gestorben sind. Nein, nein, lauf! Es passiert schon wieder! Ja, wir haben es geschafft. Thank you.
Er hat seinen Meister verloren. Kapitel 5: Die Beute der Raben. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Ich hoffe, wir werden das schaffen. Unseren Bruder zu retten. Enki. Hugo, wach auf. Du bist schwer geworden, du Fettsack. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Jo, wir haben hier ein Tagebuch. Was geht ab? Nee, Stoff haben wir hier, okay. So, okay. Okay, Lukas, wir gehen da lang. Hugo geht irgendwo woanders lang. Was haben wir denn los? Ich erkunde mich mal hier nicht, dass hier irgendwo was versteckt ist. Rennen können wir leider nicht. Hugo ist da vorne. Nee, kein Lager oder so in der Nähe. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja, das stimmt nicht, dass da jemand kommt oder so. Okay, ich schaue mich ein bisschen um, aber ich sehe bisher gar nichts. Hops, hops, hops. Was ist mit dem falsch? Hugo, wo willst du hin? Vorne ist er, okay, okay. Okay, jetzt haben wir den los. Was haben wir hier? Hugo! Wir haben einfach Leder gefunden. Wenn wir jetzt... Nee, wir können jetzt nicht rübergehen. Okay, schade. So, dann schauen wir mal. Sieht sehr düster aus, der Wald. Okay. Mal hier hoch und dann schauen wir mal, was es hier zu erkunden gibt. Jo, hier haben wir was. Ja, okay, Steine, perfekt. Okay, sonst haben wir hier gar nichts, schade. Hugo haben wir jetzt komplett verloren, perfekt. Okay, da oben. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. So, der war oben. Ja, moin. Hier ist das Schild. Okay. Die Brücke sieht richtig krass aus.
Richtig mächtig. So, dann gehen wir mal weiter. Usugo, da vorne ist er, oder? Nee. Was haben wir hier? Ich schaue mich mal kurz um. Nicht, dass wir Materialien oder so. Wir laufen vor dir weg. Wir haben keinen Bock mehr auf dich. Jo, eine Kiste, wichtig. Hugo ist jetzt bei uns. Okay, Leder haben wir gefunden. Wir brauchen Werkzeuge. Werkzeuge sind richtig selten. Die anderen Materialien natürlich auch, aber Werkzeuge. Und den kann ich nie genug haben. Okay, hier können wir nicht weitergehen. Schade. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Für ein Leder hatte sich, glaube ich, gelohnt, sich zu erkunden. Das ist seltsam. Was ist das? Das stinkt. Es kommt von da drüben. Das ist bestimmt der Schwefel. Okay, hier haben wir einen kleinen Wasserfall. Da haben wir auch etwas. Das sind Stoff. Okay, von da drüben kommt es. Ich bin mal gespannt, was das seltsame Geruch ist. Amicia, Lukas, kommt schnell her. Ja, ich komme, wir kommen. Wir kommen, Hugo. Oh, shit. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld. Ja, moin. Das erklärt auch die Schilde, die hier verstreut waren. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal durch. Sieht schon episch aus, ey. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Ich befürchte ja. Wir haben keine Wahl. Oh nein. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Ah, ich glaube nicht. Okay. Stell dir vor, eine lebt und dann greift er so nach dem Fuß, ey. Oh, das wäre übel krass. Und es sind Raben. Wohin müssen wir eigentlich? Okay, was haben wir da? Haben wir irgendwas so zum Einsammeln oder so? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Was ist das für ein komisches Ding? Jo, ich sehe was zum Einsammeln. Hier Schwefel haben wir. Okay, die Raben fliegen weg. Was haben wir hier, ein Katapult oder so? Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Boah, wie das riechen muss, ey. Bisschen belicht. Ich glaube, wir gehen von Licht zu Licht. Nicht, dass da irgendwas kommt. Ich habe da was blinken sehen. Ja, da vorne. Okay, was haben wir hier? Yo, Leder. Boah, wir haben bestimmt hier viele Sachen übersehen. Okay, da blinkt es nicht. Nee, nee, nee. Da auch nicht, okay. Okay, dann gehen wir weiter zum Licht. Wo, wie es sich anhört beim Drüberlaufen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Oh, ich kann echt viele Sachen verstecken. Die Pfeile können wir nicht mitnehmen, schade. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Was zuckt hier noch? What the fuck? Oh nein! Die Ratten! Bleibt weg von ihnen! Amicia, sie sind überall! Hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein! Na, ich sehe schon was.
Okay, sehr gut. Lukas, komm her. Alles mitnehmen. Ich glaube, wir stellen mal zwei oder drei her. Sehr gut. Hoppala. Okay, wir haben vier hergestellt. Los, lauf! Okay, weiter, weiter, weiter. Okay, wir müssen weiter. Da drüben sind Leute. Wir haben das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Ich meine, die Leute haben ja gar nichts in der schwierigen Zeit. Das ist ja gut. Nein, Salpeter haben wir voll. Nö, nö, nö. Okay, die Schwerter und so können wir nicht mitnehmen. Okay. Okay, was haben wir hier? Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Drücke wiederholt E, um die Kurbel zu drehen. Okay, machen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ach so, wir müssen ja erst Ding machen. Das anzünden, glaube ich. Hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich mal ein bisschen Feuer an. So, wir machen das einfach. So, ich stelle mal eins her. Ich komme immer auf die Escape-Taste. Ja, moin. Okay, hier so haben wir noch wir was. Nicht durch. Wir brauchen Feuer. Ja, das brauchen wir. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ja, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Ja, gibt mir halt mehr Hinweise. Danke. Kuss geht raus an euch zwei. Ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir rüberkommen. Ihr könnt mir gerne Feedback und Kommentare in die Kommentarbox schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy.